Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die in den Kabinen. Ja, Weihnachten vorbei. Ich hoffe, ihr wurdet gut beschenkt. Ich habe jetzt schon ein bisschen sortiert in der Zwischenzeit. Die Weihnachtsmänner und so habe ich jetzt schon, die sind schon raus. Also wir werden jetzt nicht mehr mainzelmännchenmäßig angegriffen. Weil ich habe gerade im Test, das wollte, genauso wie letztes Mal, es wollte nicht aufhören. Das war total strange, habe ich gefasst weg. Die Deko habe ich noch sein lassen. Ja, gut, schmeißt man die erst zum Silvester raus. Ein Paket, da traue ich mir noch nie zu öffnen. Ich lasse die einfach mal für uns erstmal liegen. Die Socken, die sind... Naja, da hat er sich nie angestrengt. Da ist sehr, sehr wenig. Ich sehe da... Das könnte vielleicht eine Beule sein, aber... Naja, so... Ich lasse das nochmal hängen. Vielleicht... Hängt es ja noch bei der Post? Kann ja sein. Vielleicht kommt noch ein Nachruf. Gut. Kisten habe ich noch immer zusätzlich. Also jetzt ist hier Bums drin und hier ist Munitionsteil und wie gesagt Metall und schon verarbeitet. Das habe ich jetzt da. Ich wollte es da rausmachen und dann darin machen. Genau, das wollte ich eigentlich tun. Habe ich aber noch nie gemacht, weil ich wollte es mit euch machen. Ja gut, das hat ja wohl komplett funktioniert. Das ist eben halt die Kisten der Weisheit. Wie gesagt, deswegen brauchte ich noch ein paar Kisten mehr. Also ungefähr eine Kiste brauchte ich mehr. Ja, und das ist eben halt verkaufmäßig. Das ist Ramsch. Also, weg damit. Die Motoren, also ich habe ja wie gesagt ein, zwei Stück. Ist nicht viel, aber ich habe bloß ein, zwei Stück. Ist was? Wie gesagt, vielleicht kommt es ja wirklich mal noch dazu, dass Alpha 21... die Motorenkanone kommt und dann sind wir vorbereitet. Das könnte was werden. Könnte aber auch Blödsinn sein. Und ich tendiere eher zum Letzten. Es wird Blödsinn. Aber gut. Gut, das schmilzt immer schön weiter ein. Das ist Knorke. Also wie gesagt, Batterien, was soll ich damit? Vielleicht fügen sie auch noch nebenbei noch eine Batterienkanone ein oder so. Oder extra eine Ramschkanone. Also Müllkanone. Alle, was du nie brauchst, drin, zack, Bums und den Zombies an Koppel knallt. Sollen sie erstmal mit klarkommen. Denke ich ja nicht so eine dumme Idee. So, hier, ich habe jetzt auch Eisenmüller in der Mache wegen Granaten und so. Boah, ne? Ich habe schon ein, zwei Zeiten. Ein, zwei Sachen in der Zeit gemacht. Ja, das ist schon. Das klingt schon. Normaler. Wie gesagt, mit die Gitter, das weiß ich jetzt nicht. Jetzt könnten die eigentlich zugemacht werden. Aber nicht heute. Das auch eigentlich mal. Wie gesagt, ich habe jetzt mir nochmal rangesetzt gehabt. Also gegen Pakete und so, dass ich das hier alles nochmal umbauen musste. Weil hier oben waren ja diese Platten drauf. Ich weiß noch nicht mal, hätte ich das gemacht haben? Oder ist das so von Anbau noch drauf gewesen? Und ich habe die Kacke bloß aufgewertet. Fragen über Fragen. Ich weiß es nicht. Aber jetzt können wir wieder Sachen auf den Boden stellen, ohne Probleme. Da dürfte nichts mehr passieren. Aber ich muss, wie gesagt, das halt nur aufwerten. Aber das sollte nicht das Problem sein. Also ich gehe mal davon aus, dass Zombie technischerweise immer noch sehr, sehr schwer haben, hier rinzukommen. Warten Sie mal, Munitionsteile. Da ist ja noch ein bisschen mehr. Da war ja noch was. So... Bin ich da noch an überlegen, ob ich da noch... Dann müsste ich das auch noch ein Stück versetzen. Noch eine Kiste oben aufsetze. Hier für Holzprodukte. Holzprodukte. Aber das ist Kinkerlitzchen. Gut. Munition. Ich sammle Munition. Naja, gut. Der eine sammelt Briefmarken. Ich sammle Munition. Was soll's? Oh, Pumps haben wir hier auch noch ein bisschen was. Ah, jeder hat seine Hobbys, ne? Also, ich sag mal, in Apokalypse sind wir besser vorbereitet. Also, ich habe bis jetzt noch nie einen Film gesehen, wo sie mit Briefmarken geschossen haben. Also, oder gewonnen haben. Noch nicht mal bei Postman. Aber gut, jetzt ein anderes Thema. Nee, das gehört nicht darin. Das muss ja darin. Es hat fast alles seine Ordnung, ja? Also, halte ich auch daran. So. Unsere gute Nagelpistole. Wie gesagt. Ey, ich verkaufe alles. Alles. Ist mir denn irgendwann auf einen tut? Nee, ein bisschen bräuchte es ja eigentlich auch noch.
Aber bloß jetzt ein bisschen. So. Gut, also. Hey, meine Vene sind ja auch schon wieder kuriert. Hm? Wir haben ja letztes Mal ganz schön an uns kratzen lassen. Oh, muss ich mich erstmal bandagieren und ich habe auch diesmal das geile Zeug genommen. Ja. Ne? Hätte ich aber auch sein lassen können, wie gesagt, das, was ich hier jetzt gemacht habe, das hat so lange gedauert, das hätte auch so funktioniert, dass das kuriert gewesen wäre, aber das ist ein anderes Ding. So, jetzt muss ich aber dann noch kurz mir was drin schieben. Weil, wie gesagt, darauf achte ich überhaupt nicht. Da. Darauf habe ich mich auch nicht geachtet. Es setzt immer so spät ein. Es setzt immer so spät ein. So, den Gyro. Nehmen wir den Gyro oder den Hyro? Ich würde sagen, den Helikopter. Würde ich gerne nehmen. Aber die Blindness setzt wieder ein. Ich sehe das Ding schon wieder nicht. Mal. Kann das. Ja, das kann sein. Da fiel es mir wieder wie Schuppen von den Augen. Ich hab den noch irgendwo geparkt. Wie den der gemacht? War da was drin geschmissen? Mein Helm! Na, den lasse ich noch drin, weil, wie gesagt, ich habe ja hier noch die Weihnachtsbommel. Und weißt du was? Die gefällt mir. Die lasse ich auch drauf. So. So ist es. Bitte nicht. Mal brennt nicht. So. Werde ich jetzt. Muss das ja rausnehmen. Keine Panik. Er wird es irgendwann mal raffen, dass er das rausnehmen muss, um reparieren. Dieser Moment ist jetzt. Ganz schön kalt an den Füßen. Hey, ich wollte gerade sagen. Gib mir meine Schuhe wieder. So, wir hatten letztes Mal, bevor ich abgeschwurft bin, gesagt, ab in zerstörten Biom. Aber wie gesagt, dann kam Weihnachten dazwischen. So Frechheit, Alter. Weihnachten. Bäh. Kommt einfach so dazwischen. Wie sie gar nicht, was ich davon halten soll. Ich kann es halten wie ein Tonschuh. Und da fängt es schon wieder an. Gut, ich sag mal so, ich chauffiere uns schon mal dahin. Und dann kicken wir mal, was passiert, wa? Also, bis gleich. Ich muss ja mal gegen mich hier einstellen können. Halt! Es funzelt nicht. So, jetzt. Also, bis gleich. So, da bin ich auch wieder. Na gut, setzen wir erstmal bei Olle Bobbe zur Landung an. Und wisst ihr, was das Schlimme ist? Sollte er eine bestimmte Sache haben, ich könnte sie mir noch nicht mal kaufen. Ich habe die Kohle vergessen. Da fallen wir erstmal. Da knallen wir auf den Boden der Tatsachen. Naja, gut. Ihr sagt, aber keine Panik, wir werden keine Quests machen. Wir werden einfach wieder durchrutschen und hier looten, was nicht nied- und nagelfest ist. Wir müssen gucken, ob er eine bestimmte Sache hat. Wahrscheinlich nicht. Warum sollte er nicht auch haben? Naja, sag ich doch. Aber wie gesagt, wie ist es nicht? Also. Ja, obwohl, normale Sachen kriegst du auch auf Lila. Ich wollte gerade sagen, vielleicht kriegst du ja keine AK auf Lila. Im Kofen. Dass du die finden musst. Aber das Scharfschützengewehr haben wir doch auch schon auf Lila. Ich weiß es nicht. Das kann sein, kann aber auch nicht sein. Wie sieht jetzt ja nicht aus dem Stegreif? Habe ich jetzt ja nicht drauf geachtet, ob wir überhaupt irgendwann mal irgendeine andere Waffe auf Lila gekriegt haben. Oder ob wir die bloß immer gefunden haben. Hm. Es mag. Würde ich erstmal sagen, lass mal erstmal so in den Raum gestellt. Na gut. Wie immer. Es heißt zu Fuß. Der Bus. Kabin. Also der Kabinbus, meinte ich natürlich, ne? So. Nee, das hatten wir letztes Mal auch gehabt. Na, da muss ich jetzt nicht nochmal. Die hatten eigentlich alle schon gehabt. Das spielt also Jakin Walzer. Bin ganz schön näher geräumt hier. Hm. Ene, Mene, Mu. Raus, bist. Auf jeden Fall du. Ihr kommt alle wieder ran. Was für eine Frage. Hallo? Hm. Schraube, Mann und Söhne. Will er unterwegs? Hey, Benzin. Ach,
und eine ganz wichtige Sache. Wenn wir zurückkommen sollten, bevor wir abhauen, sollten wir unseren Helikopter reparieren. Ganz, ganz wichtig. Weil sonst... Boom. Incoming enemy. Geh mal kurz vor der Tür. Ich nehme die mal mit. Hier bin ich. Und guck mal, ich hab Munition mit bei. Merry Christmas. Rückwirkend. Sorry. Und hier, du. Machen Sie mal nicht kaputt. Oh, jetzt habe ich das Fenster kaputt gemacht. Ein Dreck. Und ich sollte mal die Funzer machen, wa? Sieht ganz anders aus. Die Tür ist... Ich meinte, das hat keiner gesehen. So. Die frische Luft hier drin lassen hier. Mann, das mieft hier drin. Das riecht richtig nach Tod. Ist ja richtig. Bäh. Oh, Müll. Es geht schon wieder los. Es gibt wieder Müll. In Hüll und Füll. Hey, da passt du ja. Hallo, sie? Ich hab was gefunden! Roni! Runter mit dir! Check mal die Lage! Der checkt es nicht, wa? Pum, 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 pum! Peng, puff! Achso. Ach, da wirst du durch, wärst du durchgebrochen? In der Mitte? Und dann wärst du nie wieder rausgekommen. Aber wir sind ja clever, wir machen das andersrum. Damit haben sie nie gerechnet. Und was? Wo? Ach, hinter mir. Es ist wieder der Grinch. Dass ich das damals nie, nicht drauf gekommen bin, aber jetzt ist es zu spät. Gut. Wollte ich gerade sagen, das sah so komisch aus, als ob die da in der Luft schweben tut. Das ist eine Täuschung. Mann, die hat uns aber getäuscht. Die alte Ratte. Arschbombe. Müssen wir noch ausnutzen, wa? Das ist das letzte Mal, dass wir das Wasser hier sehen, wa? Weil die Alpha 21 kommt ja bis Ende des Jahres. Ja, das ist ein... Das ist ein Brüller, ist das da. Voll lustig. Obwohl, wie gesagt, es sind nur ihn zwei Tage. Ja, man sollte nicht so laut schreien, ne? Also... Ist ja doof da, wenn denn wirklich passiert. Ich gehe mal einen Schritt zurück. Aber gib mal. Das sieht ganz schön morsch aus. What? So, Ablenkung. Da hilft immer Looten. Looten ist immer gut. Warten Sie mal, wie gesagt, von hier sind wir gekommen. Das heißt, da gibt es nichts mehr. So, die Tür nehmen wir auch mit. Logischerweise. Ich würde mich schämen, wenn es nicht so wäre. Weiter traue ich mich nicht. Nachladen, den Treppe hochgehen. Siehst du, funktioniert doch. Hallo, sie! Na, sie? Oreng? Wer hat seinen Kopf verloren? Und er jetzt seinen Sack. In Verbindung hört es sich komisch an. Okay. Lassen wir das mal da stehen, wo es ist, wa? Also, hingestellt. Das wird nicht besser. Auch nicht im neuen Jahr. Ich habe zwar noch ein bisschen Zeit, aber ich glaube, der Zug ist abgefahren. Tempo 300. Hey, Müll. Ich verspreche euch, es wird genauso weitergehen wie dieses Jahr. Das klingt eher wie eine Drohung. Aber naja, gut. Moins! Falls du es noch nie wusstest, man schläft auf dem Bett, nicht neben Bett. Soll zwar gesünder sein für den Rücken oder so, aber... Ah ja. Kannst du dir aussuchen. Ich wollte es bloß nochmal Bescheid sagen. Bescheid. So. Was denn? Siehst du, die macht das fast richtig. Aber sie läuft am Bett vor bei G. Ich glaube, die hat eine Vorahnung gehabt.
Das verlorene Bett. Wenn ich das hätte, dann wär's nicht verloren, Mensch. Entschuldigung. So. Der Tresor. Was tät er uns denn schenken? Eine Machete und Munition. La Municiona. Nee, da ist nichts. Ich schäme mich, dass ich das fast übersehen hätte, weil ich hätte jetzt so und dann weg wieder rausgegangen. Aber dank meines Rückens bin ich hängen geblieben. Das klingt auch komisch. Huha! Tod! Deine Brustwarzen sind ekelhaft. Die sind... Yo. So. Wer will er ablenken? Wir looten erstmal den geilen Scheiß. Nee, erstmal machen wir... Oh. Machen wir durch den Looten. So, warte, ich staune. Mrs. Voldemort ist noch ja nicht da. Und ich hab nicht wenig rumgeballert. Ist heute denn Weihnachten? Aber das ist doch schon vorbei. Bestimmt eine Zeitverschiebung oder so. So, Kontrolle. Ist ja eh eine Tür war noch. Eine Tür. Ist ja richtig Kot gerade gewesen, also richtig ekelhaft Kot. Und dabei ab ins nächste Haus, dann wird's besser. Nicht so gut, kurz Nase jucken und weiter geht's in Cannes. War ja klar, dass wir hier ein Buch finden, wa? Also war Toni oder was sagst du? Upp. Dinner for one. Ist nur kein Teppich. Hört ihr auch so die Leute, die das zu Silvester mal gucken? Es gibt bei uns immer einen strikten Ablauf. Zu Weihnachten Aschenbrödel und zu Silvester Dinner for one. Mit einer kleinen Ablenkung. Abweichung. Für mich gibt es dann auch immer noch hier Stub langsam Teil 1 zu Weihnachten. Muss Sinn. Tote zu... naja, gut, war also... Uiui. Ah, daneben mir hauen. Okay, jetzt nicht mehr. Sollte den... ich wollte gerade sagen, ausgehen, aber ausschlagen ist auch... gut, lassen wir es. Du bist schuld. Boah, ich freue mich auch schon auf die neuen Pflanzen. Das wird... Also ein paar Sachen... Wie gesagt, ich bin richtig... Also, ich bin generell gehypt. Aber... Bin gespannt, wie das... Ey, du stehst unterm Tisch. Jetzt stehst du in den Tisch. Jetzt bist du blau unterm Tisch. Jetzt machst du hier noch Spider-Man oder was? Nee, was ich sagen wollte. Ich will wissen, wie das denn ablaufen tut. Wie gesagt, du kannst ja nicht mehr aus dem See glasmäßig. Gibt es ja denn nicht. Du kannst ja dann aus dem See trinken. Aber eben halt, kannst du einen flotten Otto kriegen und so, ne? Also, und die Pet die anderen Sachen. Aber ich glaube noch nicht, dass, wie gesagt, aber das sagen sie ja selber, dass sie in etwa 21 noch nicht mit den Banditen schaffen. Es ist vorgesehen, aber es glaube ich nicht, dass sie es schaffen. Wenn die jetzt schon selbst sagen, dass sie es nicht schaffen, eventuell. Schauen wir mal. Was? Wo? Kommen Sie mal bitte? Ach nee, warum denn schon wieder? Ich denke, ich täte sie nachgeladen haben. Hä, die ist doch nachgeladen. Gut, hat er sie jetzt erst nachgeladen, oder was? Naja. Nun gut. Unten lockt. Wollte ich sagen, da unten lockt der Tresor, aber ich habe das Haus ignoriert. Volle Kanne. Das ist sehr, sehr, also, merkwürdig. Gut, wa? Alles Gute kommt von oben. Ich komme jetzt nach oben. Jetzt komme ich nach unten. Hallo, Sie. Könnt ihr mal kurz hier durch? Ist ein bisschen eng, weil, ach so, du warst. Ich hab gedacht, die kommen jetzt von oben. Ich hab's
bloß Rattern gehört. In meinem Kopf. So. Bin ich ja gleich erstmal in Panik geraten. Der Fluchtinstinkt. Jetzt. Bei euch. In Kino. Entschuldigung. Warum entschuldige ich mich? Jede Mal aufs Neue. Und es wird nicht das letzte Mal sein. Hätte ja sein können. Hätte, hätte, Fahrradkette. Oh, an den habe ich jetzt auch noch Erinnerung. Da hatte ich auch schon. Das ist so ja die Ecke, wo ich Party hatte. Nachtsüberbrückung. Hier, Helikopter oben drauf. Ach, da wäre eine Erinnerung war. Ach, schönes Jahr. Ups. So. Moins. Ja, keiner da. Da ist ja keiner da. Ist ja langweilig. So. Vielleicht da unten? Es ist verschlossen. Ja, nee, natürlich ist es verschlossen. Hallo? Jetzt ist open. Ich hab's hier opet. Hier opet? Roni, das hast du nicht gehört. Weil das war nämlich Code. Oh, ja, ja. Was denn, wo denn? Links, rechts, geradeaus? Ach, will er da unten, wa? Ey, ich hab Munition. Halt, warten Sie! Nicht so schnell! Spielen wir hier Snake oder was? Ich bleib hier oben. Mach nämlich gleich Bums. Und da hat's Bums gemacht. Boah, Alter, hab ich ein Schwein. Ich hab ja zwei. Hier ist der Loot-Mensch. Ich hab das erstmal explodieren lassen. Danke, Droni. Mehr Glück als Verstand. Wir wären nämlich von da drüben gekommen, dann hätten wir uns solche Mochtet denn sein? Und dann hätten wir erst hier bieten können. Machen wir den auch verkehrt rum. Ha, damit haben sie nie gerechnet. Auf keinen Fall. Moins! Ich platz mal kurz drin. So ein Schied. Wollt ihr doch. Ich wollte nochmal von vorne anfangen, wegen den Automaten, weil den wollte ich nämlich abschrauben. Den habe ich nämlich jetzt gerade erst gesehen. Räusper. Der Kaffee. Ist der denn von deiner Art? Moment mal, deine Art ist doch ja kein Kaffee, das ist doch so. Du Schuft! Ja, dein Hart. Naja. Gut. Dann machen wir hier weiter. Erstmal Nägel. Boni? Geh schon mal vor. Wie gesagt. Könnte ihn zwei Sekündchen dauern. Aber. Das ist ja der Code. Ich hab Urin in der Tasche. Na gut, muss ja nicht. Also, das kann ja auch sein, dass das da einfach bloß Spülwasser ist. Das macht das auch nicht besser. Nicht schieben! Es kann jeder rankommen. Jeder. Du bist aber nicht jeder. Ups. Ich glaube, der ist schon tot. Mit denen brauchst du nicht mehr schreiben. So. Achso, das wäre so oder so auf die Richtung gekommen. Naja, gut. Ach, das wären die Zombies ja schon gewesen. Ich habe jetzt mit die gerechnet, die jetzt hier durchstürmen und die immer hier abgeknallt haben. Ich dachte, komm jetzt auf der Seite. Naja, gut, macht überhaupt keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Oh, ha! Mäuschen, piep einmal! Du bist auf ein hässliches Mäuschen. Eher eine Ratte. Obwohl eine Ratte ist hochschöner als du.
Minuten, ja. Oh. Kommen immer noch nicht dahinter, warum die ihren Kot sammeln. Vielleicht auch, weil sie irgendwann gedacht haben, dann können wir noch ein paar Sachen pflanzen oder so. Weil ich andere würde auch hinschauen machen. Gar nicht ohne. Hallo, sie! Ne? Er sah aber nicht so verwirrt aus. Also, da hat er uns noch ein bisschen Zeit lassen, aber von dieser Richtung gleich aggressiv. Maximal. Warum zum Feierabend kommst du angetingelt? Tangelbob. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Ich weiß gar nicht ernst. Die ist doch doof, die Alte. Aber mindestens. Nee, ich verstehe das nicht. Aber ich glaube, das ist einfach bloß, die ist einsam. Die ist einsam und hat Redebedarf. Na gut, da müsste schon ein bisschen mehr kommen, außer bloß, Aber gut, vielleicht ist er bloß in Anfang. Am Anfang. Die bin im Keller. So. Ja, ist doch gut, Mädel. Wir sind doch schon unterwegs. Lass uns doch mal ein paar Sekunden Zeit. Kommen Sie mal bitte hier rüber. Das ist wirklich der Grinch. Weil der ist nämlich komplett grün. Ich hab den Grinch getötet. Was für eine Tragik. Tragik. Oh, geil. Zum Glück habe ich noch die Kurve gekriegt. Matroni. Ich fast schon wieder als Zombie verwechselt. Weiß nicht wieso. Du siehst noch nicht mal annähernd wie ein Zombie aus. Aber gut. Warten wir mal kurz. Ich muss mal husten. Die ist da runtergefallen, oder? Nee, an der Mauer. An der Mauer, an der Lauer. Hängt eine hässliche Schreierin. Wo? Nee, die ist wirklich runtergefallen, wa? Du bist ja mal doof. Da ist er. Ich lasse mal in Ruhe. Ich mache ihn auf Merlin. Ich verschwinde mal ganz kurz. Geh da rein. Und nimm den Hubschrauber mit, dass sie nicht hier irgendwie was kaputt machen kann. Und dann mache ich ein kleines Päuschen. Also, dann muss ich ja den Helm rausnehmen. Das kriegen. So, Leute. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Selbe Stelle, selbe Welle und, Macht euch einen schönen Tag. Ich bin raus. Tschüss.